die Lust, eigene Texte zu schreiben, kreativ zu sein und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, sind die besten Voraussetzungen zur Teilnahme an der kreativen Schreibwerkstatt. Mit der Unterstützung renommierter Journalisten, einer Jugendbuchautorin und einem Vorlesetrainer entstehen bemerkenswerte Ergebnisse. In einer der guten Stuben der Stadt Erkelenz, dem aus der französischen Besatzungszeit stammenden Haus Spieß, herrscht reges Treiben. Kreativer Autorennachwuchs zeigt im Rahmen der Ferienspiele in der vom Kulturrucksack NRW geförderten kreativen Schreibwerkstatt sein Können. Wir geben hier Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten, mit Wörtern zu spielen, der Fantasie freien Lauf zu lassen und das, was sie interessiert, einmal auf Papier niederzulegen. Es entstehen dabei ganz tolle Geschichten, fantastische Geschichten, skurrile Geschichten, lustige Geschichten, die wir alle dann zum Schluss in einer Broschüre zusammenfassen, die die Kinder dann als Ergebnis dieser Schreibwerkstatt mit nach Hause nehmen können, neben einer Urkunde, die sie natürlich auch noch bekommen. Bis dahin wird aber erst einmal vieles erdacht, wieder verworfen oder neu aufs Papier gebracht. Oder besser gesagt, digital verewigt. Für Katharina Lücke, die frischgebackene neue Stadtjugendpflegerin, eine äußerst gelungene Aktion zur Urlaubszeit. Es hat einfach den Effekt auch nochmal für diese Kinder, dass man auch außerhalb der Ferien sich mit dem Thema Schreiben auseinandersetzt, fantasiefreien Lauf lassen und während einige dann halt auch sagen, so, du gehst in den Ferien quasi zu einer Art Schule und machst da auch noch was und musst dir was überlegen und aufschreiben, sind die Kinder hier alle hellauf begeistert und freuen sich, jeden Tag hier hinzukommen. Und ich habe gerade mal in der Anwesenheitsliste geguckt, es fehlt kein Kind. Und sind alle dabei. Und das ist halt unheimlich ermutigend, das auch weiter durchzuführen. Viele lustige, aber auch lehrreiche Spiele und Übungen helfen den Kindern, ihre Geschichten eindrucksvoll zu gestalten. So sollen sie aus 5 völlig zusammenhangslosen Worten eine kurze Geschichte erstellen. Eifrig wird in den einzelnen Gruppen gemeinschaftlich der Kreativität freien Lauf gelassen. Und die ist bei diesen Begriffen auch dringend erforderlich. Katzenohrring, Feueralarm, Lampe, Stromausfall und Buch. Wir hatten die Begriffe Erdbeereis, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Herzschlagader, Busch und Zug. Also einmal die Ballerina, Dummkopf, Thunfischdose, Sand und Blatt. Und jetzt schreiben wir alle jeder für sich eine Geschichte und suchen gleich eine aus. Die beste ist. So geht's natürlich auch. Und sollte man einmal keine richtige Idee haben oder in seiner Geschichte nicht mehr weiterkommen, hat die Jugendbuchautorin Andrea Rings meistens eine passende Lösung parat. Ja, ich bin hier für die Kreativitätstechniken zuständig. Ist also so, dass die Kinder, gerade wenn die am Anfang von der Geschichte stehen, oft gar nicht so richtig wissen, was soll ich schreiben. Und da bieten wir immer ein bisschen Spielmaterial an. Zum einen auch Bücher hier zum Thema kreativen Schreiben, aber auch Spiele oder wie hier von Vera F. Birkenbiel, Ideen, wie man überhaupt Ideen entwickelt. Aber wir gehen auch ganz praktisch dann davor. Wir haben zum Beispiel hier so Story Cubes, Würfel, mit denen man Geschichten entwickeln kann. Oder wie jetzt gerade aktuell habe ich mit einem der Mädchen, die in der Geschichte stecken geblieben war, habe ich was entwickelt. Die hatte eine Figur, die heißt Alice. Und ja, Alice wusste man nicht so richtig, wer ist das eigentlich? Und dann sind wir hingegangen und haben einfach mal zu jedem Buchstaben uns ein paar Eigenschaften einfallen lassen. Und zum Schluss kam bei dem Wort Alice hier das Wort Engel. Ja, und auf einmal wusste dieses Mädchen, hey, das ist ein Engel, diese Alice. Und so kommt man dann auf irgendeine Idee. Damit die eigene Geschichte aber nicht nur gut geschrieben, sondern auch gut, begeisternd und fesselnd vorgetragen werden kann, bringt der bekannte Hörbuchsprecher und Vorlesetrainer René Wagner seine ganze Erfahrung mit in den Kurs.
Ich ergänze meine Kolleginnen und Kollegen, die ja mit den Kindern das Schreiben üben, sozusagen, denen Tipps geben, wie man die Geschichten schreibt. Ich kann da zwar auch Tipps geben, ein bisschen, aber bei mir geht es hauptsächlich ums Vorlesen, indem ich den Kindern Tipps gebe, wie man spannend vorliest, was man machen kann, damit das Publikum und die Zuhörer wirklich gerne zuhören. Und wir machen auch lustige Spiele oder auch lustige Übungen, damit man sich ein bisschen entspannen kann, bevor man dann auch wirklich vors Publikum tritt. Und das macht den Kindern immer einen Riesenspaß. Und die Ergebnisse können sich wahrlich sehen, natürlich hören lassen. Jana las in ihrem Zimmer gemütlich ein Buch. In diesem Buch handelte es sich um altägyptischen Schmuck. Im Moment betrachtete sie ein Bild antiker Katzenohrringe. Schon den ganzen Tag regnete es und am Abend begann es auch noch zu gewittern. Und als wäre das schon nicht genug, gingen die Lampen aus. Mist, Stromausfall. Schnell holt Jana eine Kerze und zündet diese an. Ein Blitz schlug an und durch das laute Geräusch wurde sie abgelenkt. Als Jana sich umdrehte, stößt sie die Kerze um. Innerhalb von Sekunden breitet sich das Feuer aus und löst den Feueralarm aus. Wenige Minuten später kommt die Feuerwehr und löscht den Brand. Leider trug der Brand ein tragisches Opfer. Das Buch über Katzenohrringe starb in den Flammen. Wir gedenken heute noch an dieses Buch. Bei aller akribischen Arbeit kommt aber vor allem auch der Spaß in der kreativen Schreibwerkstatt keinesfalls zu kurz. Obwohl es auch durchaus gruselige Themen gibt. Ja, die Geschichten, die bei uns geschrieben werden, sind eigentlich so vielfältig wie die gesamte Literatur, die man so kaufen kann. Das geht also von Fantasy und von Märchen und Feen und Einhörnern bis hin zum Tagebuch von Jack the Ripper, das eine 13-Jährige schreibt. Und die sich da auch wirklich sehr sachkundig informiert hat und ins Detail geht. Das ist eine Geschichte, wo ich gar nicht weiß, ob ich mich darauf freuen soll oder ob ich Angst davor haben soll, wenn ich sie dann lese. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und all das Spannende, Lustige und Interessante gibt es dann in der Erkelenzer Stadtbücherei zur Freude von Oma, Opa und der ganzen Familie in einer Abschlusslesung noch einmal zu hören.